Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Letztes Mal waren wir in Kahnbasten drin, auf dem Verlies, haben wir ja abgeschlossen. So, Wims, um die Tochter rein für die. Die Tochter rein? Ich will erstmal jetzt hier noch was abgeben oder was? Wenn keiner eine Kluftkabale. Ach, guck mal da, Himmelsscherbe. Die nehmen wir eben mit. Die nehmen wir eben mit. Ist die tiefer? Tiefer, nee. Ach, da ganz unten. Wie komme ich hier wieder rauf? Weiß ich nicht. Na komm, gehen wir eben runter. Nimm mal mit, bevor wir es wieder vergessen. Nehmen wir eben mit. So kommt man gut und sicher runter. Kennt ihr mittlerweile, ne? Ist ja kein großes Geheimnis. Und ihr könnt einfach an der Wand lang. Langsam runterzittern, dann nimmt er nämlich keinen Fallschaden und sicher nach unten. Das klappt fast immer. Fast immer. Ja? Kein was? Achso, haben sie doch nochmal rein. Wollte ich nicht, alles egal. Müssen wir doch mit dem Boot da wegfahren? Müssen wir wohl, aber hier kommen wir scheinbar hoch. Ja, sieht gut aus. Ja, war es ja kein so großer Umweg, den wir jetzt gehen mussten. Okay, gehen wir nochmal rein. Fahren wir mit dem Boot weg. Aber ich renne jetzt durch. Haben wir soweit hier abgeschlossen, das Gruppenwagnis, offenes Verlies. Das haben wir hier abgeschlossen. So. Aha. Das wäre die Brücke. Ein bisschen durchkämpfen müssen wir uns aber, sonst werden die Gruppe, wenn die Anzahl der Gegner zu groß. Dann haben wir Riesenprobleme. So, du noch. Ein paar XP mitnehmen, warum nicht? So. Da ist wieder einer. Komm her. Kommt mal her da. Ich möchte gerne. Ja, du auch. Das wäre so ein Möchtegern-Barbar. Ich muss ja sagen, den Barbar in Diablo 4 haben sie sehr gut hinbekommen. Ich mag da persönlich nur die männliche Version. Weibliche Barbaren, ich weiß nicht. Die sehen ein bisschen komisch aus. Genauso wie weibliche Zwerge. Hm. Irgendwie ein bisschen sehr seltsam. Wenn ich noch so an die ganz, ganz alten Rollenspiele denke, oder an die ersten Computer-Rollenspiele, waren, glaube ich, alle Zwerge und Barbaren immer männlich. Immer. Da gab es keine weibliche Version von. War damals so. Genau. Hier war schon jemand vor uns. Gut. Dahin gehen wir nämlich da zu dem Punkt da oben. Müssen wir mit dem Schiff wohl hier runterfahren. Warum auch immer. Ja, okay, machen wir es eben. Nubani? Okay. Gehen wir erst natürlich zu Nubani. Gehen wir da erst nochmal hin. Gucken, was sie noch von uns will. Ein Arkanist. Den habe ich ja auch. Den spiele ich ja im Stream.
Den Arkanisten auch sehr schöne Klasse. Sehr, sehr schöne Klasse. Auch sehr schönes Gebiet. Vom Arkanisten, Apokrypha und so. Sehr, sehr schön. Ja, komm, ich verlinke sie ihm her. Wo denn? Wie denn? Was denn? Muss ich denn für einen anderen Steg? Warum? Warum? Warum nicht hier irgendwo? Nein, wieder außen rumlatschen. Sonst für den Klassen außer den Arkanisten gefällt mir die Hütte noch immer noch am besten. Der Tempel hat seine harschen Hiebe, auch sehr schön. Aber sonst, Zauberer ist sowieso nichts für mich, noch nie gewesen. Genauso wie der Schurke ist auch nichts für mich. Noch nie gewesen. Und das ist nur noch ja der Drachenritter. Jo. Könnte man spielen. Brauchst du Hilfe? Schon weg? Da hinten? Ja, oh, okay. Ich probiere immer bei jedem Spiel eigentlich alle Klassen einmal aus. Wie die sich so spielen, wie die so sind. Sollte man auch machen, ne? Ist nie verkehrt. Wo bist du denn? Wo willst du hin? Ach so, ach, haben wir fertig. Ich muss mal zu ihr zurück, mit dir reden. Ja, die Vorräte brauchen wir nicht, gute Isabel. Die bekommen wir jeden Tag durch unsere Gehilfen geliefert. So, keine Dracula. Dracula gab es ja wirklich. Also die Person Dracula. Was ist jetzt los? Warum kann ich nicht mit dir reden? Hä? Hallo? Ist ja kein Gegner in der Nähe. Nix da. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Ich kann nicht mit ihm reden. Warum nicht? Erstmal wieder was zu essen reinpfeifen. Ich kann nicht mit ihm reden. Warum nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bisschen seltsam. Einmal neu laden. Raus und wieder rein. Ist das ja immer, wenn ein Gegner in der Nähe sind, aber war ja nichts da. Oder andere hat die Gegner weggezogen, die noch nicht erledigt. So die einzige Möglichkeit, die ich sonst hätte. So. Da haben wir ihn, 960. So. Jetzt können wir mit ihm reden. Danke, dass ihr die Zeit ist. Was denn? Was willst du mir zeigen? Miria. Ach, jetzt muss ich rauslaufen. Was soll der Mist? Da sind die Gegner nämlich hier. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht, also naja. Hätten sie durchaus besser machen können. Aber er da. Ich dachte, ich muss mit dem Boot runterfahren. Weil er vom Boot ja steht, ne?
Ja, sind wir halt zweimal hier drin. Doch hier können wir hoch. Ich auch. Da, ich heile dich. Ja, ich werde immer mächtiger. Wenn ich meine Muskeln anspannen würde, wäre Hulk ein Streichholz gegen mich. Um. Na, was soll denn das? Oh. Ach, noch einer. Die letzte Mohikaner. Ja, Isabelle ist schon richtig gut. Die gefällt mir richtig gut. Mit ihren harschen Hieben, die sie hat, könnte man sie einteilen als Templer. So, gleich haben wir es wieder geschafft. Gleich sind wir raus. Komm, fall um da. Die Monstrosität. Ja, du bist auch gleich nicht dran. Ja, was soll denn das? Nein, Alter. Oh, tschüss. Ja. Na komm, fallt um da. Legt euch schlafen. Weiter geht's. Und da ist noch eine Gruppe. Ja, gleich haben wir es aber geschafft. Nicht mehr allzu viele. Ich mag auch seine Arbeit ganz gut. Auch eine sehr gute Hilfe. Komm, Falumna. Oh, du auch noch? Ja, du auch, Brutus. Du auch. Den dann machen. Bisschen buffen, nicht wichtig. Aber kann man machen. Legt eure Waffen nieder, meine Freundin. Wir haben gewonnen. Bam, 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 bam. So. Wo sind wir denn jetzt? Links. Müssen hier links. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Und das ist immer einfacher als rauf. Müsste hier vorne irgendwo sein. Ach, hier bestimmt, ne?
Nee, da komme ich daher. Hä? Da komme ich jetzt wieder hier rauf. Wo ist der Ausgang? Vielleicht pompotte ich mich einfach raus. Geht, glaube ich, schneller. Das ist hier die Treppe. Hier geht's rauf. Ach, immerhin. Oh, nicht mehr weit, dann haben wir's. Alles weg, weiter geht's. Oh. Also, und es geht wieder bergauf. Es geht bergauf mit uns. Höher und noch viel, viel weiter. Ja, komm, ist gut da. Ja, du brauchst Hilfe, was? Ja, ich auch. Lass das sein. So, müsste gleich die Brücke kommen, dann haben wir es auch. Da ist es schon. Da waren wir zweimal drin. Zweimal komplett durchgelaufen. Aber wir wollen auch alle Quests machen, ne? Alle Quests, alles was irgendwie geht, was man machen kann, machen wir. Anhänger des Fuchsroten. Ach, guck mal an. Teil 2. Fehlen nur noch 6 Teile. Ja, wahrscheinlich noch 6-mal hier durch oder 10-mal hier durch. Dann hätte man wahrscheinlich komplettes Set zusammen. Also ist aber nur Deko. Nur reine Deko. Also könnte man transmogrifizieren, wie es so schön heißt, ne? Da könnte man dann das Aussehen ändern. So, reden wir mal mit dir, Renzi, da bist du ja wieder. Ja, ist tot. Zertrümmerer habe ich 2 Hände. So, jetzt haben wir es auch. Wo müssen wir denn hin? Da unten. Ja, jetzt haben wir oben endlich alles fertig. Das ist wieder dieses Gewölbe, Verlies. Gehen wir dann zum Schluss alle einmal durch. Mache ich von jedem Verlies eine Folge. Gibt ja meistens, nicht bei allen, aber beim den meisten gibt es 2 Wege in den Verliesen, also 2 verschiedene Wege. Wenn wir alle ablaufen. Ich möchte alle ablaufen. Wahrscheinlich nicht hin. Egal, ich würde sagen, das war's aber für heute. Schon wieder lang genug die gewesen Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, schöne Dö.